Ja, souverän. Aber ich glaube schon, dass wir gerade erste Halbzeit viele Chancen vergeben haben und ja, dann gerät man etwas unglücklich in Rückstand, haben, glaube ich, die richtige Antwort parat gehabt und ich glaube, dann in der zweiten Halbzeit haben wir dann noch die Tore gemacht und ja, sind am Ende souverän weitergekommen. Ja, war nicht leichtes Spiel. Erste 30 Minuten war schon, ich muss ehrlich sagen, kein Spaß. Ja, natürlich 1-0 hinten ist eigentlich nicht gutes Gefühl. Aber zum Glück habe ich gemacht Tor vor 1-1 und am Halbzeit, wir konnten ein bisschen mehr atmen. Zweite Halbzeit, wir waren ganz klar bessere Mannschaft. Wir haben Qualität gezeigt und am Ende bin ich zufrieden mit Ergebnis. Wir müssen so weitermachen und ja, schauen wir nächste Woche an. Ja, über allen steht natürlich erstmal das Weiterkommen, aber auch für mich persönlich ist es wichtig, gut reinzukommen in die Saison. Und klar, wenn man selbst Tore schießt, freut einen das immer. Ich fühle mich richtig gut und ich hoffe auch beim nächsten Spieltag in der Bundesliga, das wird ähnlich so. Natürlich, du kannst nie wissen, was kann passieren, aber ich werde Gas geben, ja.